Magst du es mit dem Kopf halten? Ja! Ja! Ups. Leute, heute unsere vorerst letzte Sendung. Und wir wollen in der letzten Sendung Danke sagen. Natürlich an Sally. Sie war in den letzten 4 Sendungen dabei und es war einfach toll. Es hat unwahrscheinlich Spaß gemacht und ich hoffe euch natürlich auch. Und heute gibt es was Besonderes. Die letzte Sendung kann sie nicht dabei sein und wir möchten sie überraschen. Wir backen ihr einen Kuchen. Obwohl ich keine Ahnung davon habe, aber ich habe natürlich mein Team. Schauen wir mal, was wird. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bewerbt euch einfach. Alles, was ihr wissen müsst, steht unten in der Infobox. Und dann machen wir den Tag der Tage an eurer Schule mit euren Kids. Den werdet ihr nicht vergessen. Auf geht's, bewerben. Bevor wir das Arbeiten anfangen, was machen wir da? Hände waschen. Hände waschen. Hände waschen, logisch, ja klar. Wir brauchen saubere Kleidung, wir brauchen Schuhe, die nicht rutschen. Und dann ganz wichtig unten natürlich noch das Backrohr. Wenn ihr das Rohr aufmacht, gucken, dass niemand anders dabei steht. Kurz auf, damit der Dampf nach oben abhauen kann. Ja? Und dann, wenn der Dampf weg ist, macht ihr erst das Rohr auf. Dann beim Schneiden macht mal eine Tatze und den Daumen hinter die Finger. Genau so. Und wenn ihr dann so zum Beispiel drauf geht, ja, dann könnt ihr mit dieser Tatze nach hinten krabbeln. Und wenn ihr das Messer jetzt nicht gerade nehmt zum Schneiden, sondern leicht schräg, guck mal her, ja, dann könnt ihr nämlich schön schneiden und habt immer Abstand. Wenn euer Gemüse dann geschnitten ist, dann tun wir das aktivieren. Wir tun es salzen, zuckern und machen die Gewürze dazu, die passen. Salz macht das freie Wasser salzig. Eine Prise Zucker hebt den Eigengeschmack ums Vielfache. Schau her, ich schmeiß das jetzt da rein und du mischst es einfach ganz locker durch. Und es reicht auch, wenn ihr das wirklich 10 Sekunden macht. Das Gemüse gart schon und jetzt haltet euch fest. Das, was ich hier gemacht habe, was ihr hier gemacht habt, sind 75% des gesamten Garprozesses sind hiermit abgeschlossen. Wie waren die 4 S? Süß, scharf, sauer, salzig. Süß, scharf, sauer, salzig. Und von jedem eine Nuance mehr. Sehr gut. Gut. Hm? Süß, passt. Ja. Schärfe? Nein. Da fehlt noch ein bisschen was. Gehen wir mal die Pfeffermühle. Und Salz? Auch noch ein bisschen, oder? Ja. Säure passt auch. Man muss jetzt nur durchgehen, ne? Du siehst ein Blech da drin. Du machst jetzt das heiße Wasser auf das Blech drauf. Und da haben wir ein feuchtes Klima. Laura, da schiebst du jetzt rein. Klappe zu. Kontrollier noch mal, ob wir ungefähr 75 Grad haben, weil mehr sollten wir nicht haben. Und weniger sollten wir auch nicht haben. 75. 75 Grad, gerade bei Geflügel, ja, und bei Sachen, die eben durchgegart sein sollen. Das Schöne an dieser Geschichte ist jetzt, wir brauchen ungefähr 10 bis 15 Minuten, bis es gegart ist. Aber wenn es länger drin ist, halbe Stunde, Stunde, eineinhalb, egal, spielt auch keine Rolle, es kann nichts passieren, weil 75 Grad sind 75 Grad. Und? Besser. Oh. Wow, das sind 2 Profis hier. Toll, oder? Ja. Ja. Teilt ihr von ein paar frischen Kräutern? Jawohl, frische Kräuter drauf, wunderbar.
Und jetzt könnt ihr rumtoben, lecker, wie ihr wollt. Mach's mal rüber. Die Farbe ist gut. Die Farbe ist top. Rückwärtsgang einlegen, wie beim LKW piepsen. Festhalten und zack. Und dann bekommst du lange Spaghetti. Und beiß mal da rein. Es ist butterweich. Dann der Couscous. Der braucht natürlich Pfiff, der braucht Power. Raffetückisch. Schön durchrollen. Und dafür kriegt er von uns beiden echt mal einen dicken Applaus. Mit der glatten Seite auflegen und dann hier unten das Dreieck rausschneiden. Habt ihr toll gemacht. Leute, ihr habt es gesehen. Die Kinder haben Spaß dabei. Und was habt ihr noch gesehen? Es schmeckt den Kindern. Es schmeckt ihnen. Fangt an, euch das Leben einfach zu machen. Die Genialität der Einfachheit im Alltag. Das macht es aus. Gesund, lecker, schnell. Macht mit, macht's nach. Was haltet ihr davon, wenn wir ihr einen völlig schrägen, durchgeknallten Kuchen backen? Super, oder? Ja. Kriegen wir irgendwie hin, ich weiß es. Als erstes trennen wir Eier. Ja, und zwar machen wir hier die Eigelb rein und da machen wir die Eiweiß rein. Ihr beide, wir haben Quark, wir haben Joghurt. Was haltet ihr davon, wenn man eine schöne Joghurtfüllung macht, innen rein, mit Beeren, mit Äpfel, mit Bananen, keine Ahnung, was euch einfällt, auf was ihr Lust habt. Zwiebeln machen wir auf keinen Fall rein, würde ich sagen, okay? Und einfach lecker abschmecken. Einspannen und einschalten. Schokolade nehmen. Jawohl. Nochmal. Go. Ab damit in den Topf. Maxi, du machst die Hälfte von dem Zucker da rein. Schön rühren. Wenn er nicht mehr kann, tauscht ihr aus, ne? Jetzt rühr mal das Mehl da drunter. Das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Weil normalerweise nimmt man das Eiweiß, wenn es geschlagen ist, und kann es sich über den Kopf halten. Machst du es mit dem Kopf halten? Nein. So, Ladies, wie schaut es denn aus bei euch? Da kommt aber schon noch ein bisschen süßer war ran, oder? Ja. Ja? Stopp. Bitte? Stopp. Stopp? Ja. Rühren, rühren, schneller. Ja. So. Und jetzt dünn aufstreichen, so schnell wie es geht. So. Rein in die Pfanne. Mädels, Premiere. So, bereit? Ja! Super! Du nimmst dir die Dinge jetzt her und dann malst du die einfach an. Was wollt ihr denn machen? Herzen, Sterne, Totenköpfe. Na, mach das nicht, brauchen wir ja alles nicht. Jetzt Füllung. Leicht andrücken. Ja, das schaut doch toll aus. Mädels, ich komme. Und ich würde sagen, die Himbeeren, die kleben wir mit Schokolade fest. Ihr habt gesagt, ihr könnt Kuchen backen. Ich habe gleich gesagt, ich kann es nicht. Ui, drückt die Daumen. So drauf. Liebe Sally, es war eine traumhafte Woche mit dir. Uns hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben für dich was vorbereitet. Und dieses wunderschöne Meisterstück ist von uns für dich. Ich hoffe, dir schmeckt unser Meisterwerk. Lass mal was von dir hören, bin sehr gespannt. Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, erwarten uns in Zukunft weitere ganz, ganz spannende Gäste. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao, bis bald.